Ja, am Ende des Videos sollte klar sein, wie extrem und gefährlich die bürgerliche Revolution des Dr. Markus Krall ist. Und die Frage auch besprochen werden, ja, was ist mit Fridays for Future los? Also Wahnsinn, also muss man gehen wir Schritt für Schritt vor, ja? Also, Dr. Markus Kralls bürgerliche Revolution, sein Konzept, das bei mir rauf und runter läuft. Also wenn man sorgfältig arbeitet, hört man sich sowas natürlich stundenlang an und entdeckt natürlich immer mehr Fehler in diesem Konzept, ja, und große Irrtümer in diesem Konzept. Ja, also Dr. Markus Krall sozusagen, ja, ist deswegen auch schon mal ein Aspekt, warum er so gefährlich ist, weil sozusagen viele Leute darauf reinfallen können, weil es so, ich habe es ja im gestrigen Video erklärt, was die Linksextremisten und Rechtsextremisten anbieten. Das ist nicht wirklich gefährlich, weil das durchschaut jeder. Das ist, Menschen erschießen, also die Linke, die ja bekannt geworden ist in den letzten Tagen mit dem Thema Reiche erschießen, die das 1% der Reichen erschießen und so weiter, ja. Darauf wird sich die Gesellschaft nie wieder einlassen, auf sowas Verrücktes wie eine gewaltsame Revolution, die dann wieder zu Tyranneien führt und so weiter und so weiter. Das ist nicht gefährlich. Auch das Rechtsradikale. Ich glaube nicht, dass irgendwie die Gesellschaft es nochmal zulassen wird, dass irgendjemand wieder die Demokratie ganz abschafft und eine Führerdiktatur herstellt. Also die Rechtsradikalen wollen eine Diktatur, die Linksradikalen wollen eine Diktatur, auch wenn sie was anderes behaupten. Aber am Ende läuft es automatisch immer auf eine tyrannische Diktatur raus. Denn die ganze Motivation des Linksextremen und des Rechtsextremen sind beides verbrecherische Grundmotivation. Aber Dr. Markus Kralls Konzept kommt so scheinbar rational daher und deswegen ist es so extrem gefährlich. Es könnte sich einschleichen sozusagen in die Psyche der Menschen und die könnten diesen Irrtümern auf den Leim gehen, weil wie gesagt, dem Irrweg von Revolution und Linksradikalität, da wird die Menschheit nicht mehr drauf reinfallen. Genauso auf den Irrtum der Rechtsradikalität und des Führertums, da wird auch niemand mehr drauf reinfallen. Da besteht keine wirkliche Gefahr, ja. Aber neue Theorie wie das oder neues Verfassungsvorschlag, so ein neuer Verfassungsvorschlag wie der von Dr. Markus Krall, ist halt extrem gefährlich, weil darauf könnten die Leute reinfallen und dann würde es ganz viel schlechter werden. Am Ende wär's nicht so schlimm wie eine tyrannische Revolution sozusagen, aber es wäre trotzdem unendlich gefährlich und das will ich aufzeigen, ja. Ja, fangen wir doch erst einmal da an, dass wir uns nochmal die Bilder anschauen. Hier geht es darum, um nochmal klar zu machen, wo wir herkommen. Wir Menschen sind ja nichts anderes als Tiere. Ja, alles andere ist antinaturwissenschaftlicher Quatsch. Wir sind, Jared Diamond hat uns genannt, den dritten Schimpansen. Ja, also Schimpansen, wir gehören so in den Bereich Schimpansen-ähnliche, Gorilla-ähnliche, Bonobo-ähnliche, Orang-Utan-ähnliche sozusagen. Das sind wir. Und hier sieht man das, wo wir herkommen. Intensivster Körperkontakt zwischen Mutter und Kind, eine Liebe, eine Entspanntheit, eine Zärtlichkeit. Und diese Zärtlichkeit ist es eben, die dazu führt, dass eigentlich unter Naturbedingungen dieser Liebesakt zwischen Mutter und Kind erzeugt quasi, wenn er so total ist und so unverklemmt und so ungehindert und so ungehemmt, erzeugt er eine natürliche
natürliches Signal im Körper der Mutter, aha, es ist ein Baby da, Empfängnisbereitschaft, bitte abschalten. So verhindern eigentlich hochentwickelte Säugetiere eine Überbevölkerungsgefahr. Und ich habe ja erwähnt, dass die hochentwickelten Säugetiere und die naturnäheren Völker eben noch dass die zweite Möglichkeit haben, bevor die Gefahr besteht, dass irgendwie die Gruppe geschädigt wird oder bevor man sich an solche verrückten Dinge macht, jedenfalls für Bonobos verrückte und für Menschen verrückte Dinge macht, dass man mit den Nachbarn Kriege anfängt wegen irgendwelchen Ressourcen oder wegen Nahrungsknappheit. Davor setzt man dann lieber einfach Neugeborene aus und überlässt sie einem möglichst, hoffentlich möglichst schmerzlosen Tode und so weiter. Und das sind die natürlichen Geburtenkontrollmechanismen, die unsere Gesellschaft, unsere kranke Zivilisation, die alle auf der freien Marktwirtschaft, diese Krankheit beruht, diese kranke Kultur und Zivilisation, diese denaturierte Kultur und Zivilisation, die sich für was Besseres hält als die Natur, in Wirklichkeit weit hinter der Natur zurückfällt, sozusagen. Ja, also bei uns macht man wegen Nahrungsknappheit, macht man Kriege, die Millionen Menschen töten, anstatt mal ein paar Kinder auszusetzen, wodurch es gar keine Hungersnot gibt. Ne? Also unsere, und das hat alles die freie Marktwirtschaft, das Dr. Markus Kraldi ja so verherrlicht, diesen Liberalismus oder Neoliberalismus oder ja, libertäre Einstellung oder wie auch immer die das nennen. Also dieser Traum, der freie Markt hat in den letzten 400.000 Jahren alle natürlichen Mechanismen der Welt zerstört und hat uns die Kriege gebracht und das alles Leid dieser Welt gebracht. Alles, was Sie, wenn Sie an die Welt denken und alles, was Sie an Leid sehen, praktisch alles Leid hat die freie Marktwirtschaft gebracht. Die freie soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus oder die freie soziale Marktwirtschaft. Das hat, also das, was Dr. Markus Krall im Grundgesetz verankern will, hat unser aller Leben zerstört. Ja, ja, was weiter? Also, das heißt, die Natur ist viel weiser als so ein dummes, tragisches Konzept der freien sozialen Marktwirtschaft, das unser aller Leben zerstört hat. Die Lebewesen, die hochentwickelten Säugetiere, die menschenähnlichen, haben sich evolviert in Richtung immer stetig wachsender Friedlichkeit. Die Bonobos haben eine der höchsten Stufen der Friedlichkeit erreicht und die Menschen dann die allerhöchste Stufe, den Vollpazifismus erreicht sozusagen. Sind also von genetischer Natur aus voll pazifistisch und wenn es nicht die schreckliche freie soziale Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall gegeben hätte in den letzten 400.000 Jahren, wären wir auch heute noch pazifistisch. Ja? Also das heißt, das, was Dr. Markus Krall etablieren würde, würde also die Kriegsgefahr gerne im Grundgesetz verankern würde oder in der neuen Verfassung verankern würde, nämlich die freie soziale Marktwirtschaft, das würde dann die Kriegsgefahr wieder drastisch hochtreiben. Ja? Das heißt also hier die Natur, also Kriegsverhinderung durch Geburtenkontrolle, durch intensiven Stillkontakt, der die Empfängniswahrscheinlichkeit drastisch reduziert und zu großen Geburtenabständen zwischen den einzelnen Kindern führt, das verhindert Überbevölkerung und die Fähigkeit, statt eines Krieges, in dem Hunderttausende sterben oder zig Individuen der verschiedenen Gruppen sterben, lieber einige Kinder aussetzen direkt nach der Geburt, und dann, so wie es die EPO auf Neuguinea machen, dann besteht kein Grund für irgendwelche gewaltsamen Auseinandersetzungen, weil die Hungergefahr dann so gebannt ist. Ne? So, dann schauen wir mal weiter. Ja gut, wir können das ja mal löschen, das ist ja alles so viel Bilder.
So, dann haben wir hier zum Beispiel, ja, das ist, zeigt uns noch einmal, was für, das ist eine naturnähere Kultur sozusagen, mit, da sieht man diese unglaubliche Schönheit sozusagen, und das ist das, was wir früher genossen haben. Bei uns sind ja die meisten Menschen, auch die meisten jungen Frauen, sehen irgendwie krank und hässlich und verpickelt und was auch immer aus, weil unsere krankmachende, frei sozial marktwirtschaftliche Ernährungsindustrie uns ja so krank macht und so vergiftet, dass die meisten Menschen zerstört sind. Und jetzt, aber man sieht, dass diese Kultur hier auch schon Handel betrieben haben muss, also freie Marktwirtschaft schon erfunden haben muss, sonst gäbe es sowas Verrücktes wie diesen Halsschmuck nicht, ne? Denn das sind also, da müssen ja schon Händler Moden erzeugt haben und es muss schon Modediktate geben und Modeterror erzeugt worden sein, denn es gibt nichts Schöneres als den natürlichen, völlig ungeschmückten Körper, der durchtrainiert ist und topfit ist und so weiter. Und hier dieses Schmuck, das weist schon darauf hin, dass hier schon die Händler am Werk sind, ja, und das menschliche Leben schon zerstören, ja. So, dann schauen wir weiter. Ja, hier sieht man ein bisschen von der Gruppe, allerdings schade, dass die, für unsere Augen sind die Buschleute aus Afrika natürlich nicht die hübschesten sozusagen. Also, aber auch, wenn man da die jungen Frauen sieht und die jungen Männer, dann sind die schon auch sehr attraktiv. Das sind ja auch dann teilweise sehr alte Menschen. Ja, also zum Beispiel gerade bei so Kalahari-Buschleuten in der Kalahari in Afrika, ja. Da gibt es eben viele Frauen, dadurch, dass die Frauen da auch noch ziemlich lange stillen, auch nicht mehr Natur, auch dort ist schon die Spur des Tauschhandels zu sehen, der Fluch der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall schon zu sehen. Denn warum sonst tragen die Kleidung? Es ist doch heiß, ja? Warum tragen die Kleidung? Da muss also schon der Einfluss der freien sozialen Marktwirtschaft mit ihrer Zerstörung des natürlichen muss da sein. Warum tragen die Kleidung bei der Hitze, wo sie Millionen Jahre keine Kleidung getragen haben und wunderbar damit ausgekommen sind? Also das heißt, also weil die Haut ja völlig an diese Sonneneinstrahlung angepasst ist. Also hier ist schon was unnatürlich. Hier müssen schon wieder Kleidungshändler eine Rolle gespielt haben, die sozusagen neue verklemmte Moralen erzeugt haben. Bedecke dich und du musst dich bedecken und so weiter. Dabei ist der Mensch kein Tier, außer dem Menschen zieht sich was an. Das ist völlig unnatürlich. Ja? Also hier und das bei dieser Hitze. Ne? Ja? Und der Naturzustand wäre FKK, Freikörperkultur wäre der Naturzustand. Ja? Und deswegen, vielleicht sehen sie auch deswegen nicht ganz so hübsch aus, wie sie wären, wenn sie nicht schon zerstört wären von sowas wie Markt und Marktwirtschaft, von dem ja Dr. Krall so schwärmt. Ja? So, ja, aber diese Leute, immerhin haben die Kalahari-Buschleute jedenfalls noch vor ein paar Jahren so viel durch so viel natürlichen Stillkontakt zwischen Mutter und Kind gehabt, wobei die Kleidung ja dann auch schon stört, ja, aber dass die teilweise ja 4, 5, 6, 7 Jahre Geburtenabstände hatten und ich weiß nicht, wie es heute ist, und dadurch da auch keine große Gefahr einer Überbevölkerung entstand, ja, und die Überbevölkerung ist ja ein Riesenproblem für die Menschheit, ne? So, dann machen wir das weg. Ja, hier sieht man, oh ja, hier eine sehr hübsche junge Frau, finde ich, soweit man das auf dem Foto erkennen kann. Ja, da sieht man aber dieses noch Soziale. Denken wir daran, wie viele einsame Menschen, ich habe gerade gelesen, irgendwie in 20 Jahren oder 2050, glaube ich, werden die Hälfte aller Haushalte in Deutschland wahrscheinlich Single-Haushalte sein, ja, also ungefähr in dieser Größenordnung, ja. Das heißt, die Menschen werden immer einsamer, einzelgängerisch. Der Mensch gehört in die Gruppe, die Gesamtgruppe vielleicht 60 bis 120 Individuen, und die freie soziale Marktwirtschaft erzeugt den einsamen, konsumsüchtigen, kaufsüchtigen Single, also das, was Dr. Markus Krall will,
raubt uns auf Dauer und würde uns noch mehr in die Isolation bringen, in die Vereinsamung, in die Depression, in die Volkskrankheit Depression. Wie war das? 50 Selbstmorde in Deutschland jeden Tag. 50 Selbstmorde jeden Tag. Und jeden Tag, wie war das? Über 100, 160 Tote durch die Medizin, durch unsere frei sozial-marktwirtschaftliche Medizin, wo Dr. Markus Krall noch beklagt, dass da kein richtig freier Markt ist. Er will also da noch viel mehr freien Markt, damit die Leute noch schneller sterben und noch viel mehr an der Medizin sterben. Also das heißt, das Konzept von Dr. Markus Krall würde unsere Medizin noch mal vielleicht 10-mal gefährlicher machen, als sie jetzt ist, und uns noch mehr töten und noch mehr Tote durch Medikamente. Wie gesagt, durch Medikamente jeden Tag etwa 160 Tote durch unser Gesundheitssystem, ne? So, und das will Dr. Markus Krall noch verschlimmern, weil er eben nichts von wirklicher Wissenschaft versteht. Ja, hier ein, da muss schon auch diese Berührung mit moderner Technik sein, denn woher hat ein Buschmann ein Metallspeerspitze oder so? Ja, das ist also auch schon, da ist also das, deswegen, es gibt keine Naturvölker mehr, es gibt nur noch naturnähere Völker, die aber alle schon mehr oder weniger durch die freie soziale Marktwirtschaft, die weltweite freie soziale Marktwirtschaft, die vor 400 bis 300.000 Jahren ihren Anfang genommen hatte und die der Dr. Markus Krall ja so über alles stellen möchte und in seiner neuen Verfassung extrem verstärken möchte, deren schädlicher Einfluss ist ja schon überall zu sehen. Ja, hier ist es ein bisschen kalt, aber auch hier ist die Frage, warum trägt diese naturnähere Person sozusagen Kleidung? Ja, das ist völlig unnatürlich. Das weist auf Tauschhandel hin, auf freie soziale Marktwirtschaft, die Menschheit verklemmt macht und sozusagen. Hier muss man auch wieder fragen, das ist auch, ja, warum tragen die alle so viel Kleidung? Was ist da verrückt? Warum tragen die so viel Kleidung? Welcher negative Einfluss bei dieser Hitze, wo sie Millionen Jahre niemals Kleidung gebraucht haben, warum tragen die jetzt Kleidung? Ne? Das ist sozusagen, wieso wird etwas, was völlig unnötig ist, durch die Tauschhändler aufgezwungen. Ne? Das ist einfach so. Ich zeige es mal kurz, damit wir das zwischendurch sehen. Ja? Also hier haben wir den Tauschhändler, der keinen Konsumterror macht, der also nicht versucht zu bewirken, der zwar Kleidung dabei hat, aber die Leute kaufen das nicht, weil es sie nicht interessiert. Sie kaufen ihm vielleicht ein paar Steinäxte ab, weil die ihnen helfen, zum Beispiel in der harten Erde hier was auszubuddeln und so weiter. Ja? Also so zum Beispiel hier harte Wurzelgemüse auszugraben, sozusagen aus dem harten Boden. Dafür kann man schon mal ein paar Steinäxte gebrauchen. Aber sozusagen an der Kleidung sind die Leute nicht interessiert. Und er bestätigt auch den Lebensstil dieser Naturgruppen, sozusagen der Naturkommunen. Aber dieser Händler hier in der freien sozialen Marktwirtschaft, das ist der erfolgreiche Händler in der freien sozialen Marktwirtschaft. Der ist ein Träger eines gewinnbringenden Irrtums. Der predigt den Leuten und sagt denen, ja, nein, also so dieses viele Geschmuse in euren Kommunen und dieses Nacktsein, das ist ja ekelhaft und widerwärtig und unkeusch und ekelhaft, das muss aufhören und so weiter. Und der verkauft dann ganz viel Kleidung, weil die Leute werden durch all diese moralischen Geschichten, dieser Händler durch seine Märchenerzähler und durch seine Werbefirmen und Marketing und Geschichten und so weiter, diese Gehirnwäsche, die davon ausgeht sozusagen, die macht die Menschen ängstlich, lässt sie verklemmt werden, Angst vor Körperkontakt und vor Nacktheit entwickeln, ja, und dann kaufen die Leute
Leute ihm Kleidung ab, obwohl sie sie überhaupt nicht brauchen. Ja, also auch wir, wenn es bei uns bullenheiß ist, ja, wenn es bei uns Bullenhitze ist, dann tragen auch wir Kleidung, einfach weil wir alle sozusagen durchmanipuliert sind und sozusagen auf sexuelle Unterdrückung trainiert sind und so weiter. Und das zerstört das Lebensglück aller Menschen, auch aller Milliardärskönige, wie ich schon so oft gesagt habe. Das heißt also, was Dr. Markus Krall will mit der Totaldominanz der freien sozialen Marktwirtschaft, würde uns alle noch tausendmal unglücklicher machen, als wir jetzt eh schon alle sind. Ne? So, dann schauen wir mal weiter. Ja, also, ja, bei Indianerzelten, da fällt mir ein sozusagen, dass es Geschichten gibt, dass also die jungen Frauen zum Beispiel in den Indianer naturbelasseneren, etwas naturnäheren, wo der Handel noch nicht so, der freie soziale Marktwirtschaft noch nicht so viel Spuren hinterlassen hat, da gehen die hübschen Frauen nachts von Zelt zu Zelt und haben Sex mit den verschiedenen Männern der Gruppe und so weiter. Ja, das ist Lebenslust, das macht Spaß, das würde auch jedem Milliardärs König Spaß machen, wenn er nicht so die Gehirnwäsche seiner anderen Milliardärskönige sozusagen nicht sein Leben auch so verklemmt hätten und sein Gehirn so gewaschen hätten, dass er sich das selbst verbieten würde und sagen würde, nein, das will ich ja gar nicht und so weiter. Ne? Also das heißt hier hübsche, ich weiß nicht, ob das eine Frau ist oder ein Mann ist, aber wenn dann wäre es eine Frau mit hübschen Beinen sozusagen. Wenn die nachts von Zelt zu Zelt geht in der Kommune und so weiter. Das ist Lebenslust. Und genau das Gegenteil will Dr. Markus Krall mit seiner bürgerlichen Revolution. Also uns noch weiter entfernen von unserer wahren Natur. Ne? Ja, und hier, da sieht man diesen Einklang mit der Natur. Reine Pflanzennahrung, Gemüse, Kräuter, Blätter, Obst, herrliche Früchte, super reif, alles naturbelassen, null Abfall, Kredel to Kredel. Nirgends gibt es irgendeine Form von Abfall und Müll oder sonst etwas, denn alles geht sofort wieder in den Kreislauf der Natur zurück. Die Ausscheidungen gehen in den Kreislauf der Natur zurück. Wenn dieser Bonobo Mann oder Frau Bonobo stirbt, ja, dann geht das alles mal gucken, der sitzt da, vielleicht hat er heute schon 12-mal am Tag Sex gehabt, ne? Durchschnittlich die Bonobos 12-mal am Tag Sex miteinander, ja, und so weiter. Also da ist diese lustvolle Kommune, Liebeskommune sozusagen, diese Make Love Not War Kommune, wie sie Professor Franz de Waal genannt hat, ja, diese Hippie-Affen, ja. Ja, also die, wenn der stirbt, dann wird er eben nicht, weil irgendein Händler Särge verkaufen will, ja, dann verrottet dieser Körper und geht in den Kreislauf der Natur zurück. Die Aasfresser fressen ihn ganz natürlich und er geht in den Kreislauf zurück. Kein Abfall, kein Müll, keine Särge, keine Friedhöfe, alles Quatsch, ja. Aber nein, da bei uns ja in der freien sozialen Marktwirtschaft, das Dr. Markus Krall, muss ja jemand verdienen, ne? Also da muss ja jemand gut verdienen und zwar schauen wir es uns an hier. Wir wissen, dass vor 170.000 Jahren, zumindest ungefähr in dieser Größenordnung, liegen die Daten von Professor Friedemann Schrenk, wenn ich es richtig erinnere, einer der bekanntesten Paläoanthropologen Deutschlands, Professor Friedemann Schrenk. Vor 170.000 Jahren kam wohl der Wahnsinn mit den Bestattungen auf. Ja? Und dafür muss es ja Händler gegeben haben, die also irgendwie ja, sozusagen gesagt haben, ja, nein, ihr könnt doch nicht die Toten so rumliegen lassen und so irgendwie, dann muss er irgendeinen moralischen Druck aufgebaut haben durch irgendwelche gewinnbringenden Irrtumsgeschichten und dann hat er den Leuten angefangen, Bestattungsutensilien zu verkaufen. Vielleicht auch, und dann, ihr müsst den Grabbeigaben mitgeben, ja, denn es ist ja so, der Händler,